Wir sind wieder da! Brauchten sie auch, weil wir so viele andere, oder ich mein Fernsehprojekt vor allem hatte und Umzug und Hochzeit und es war alles sehr, sehr viel und es geht auch weiter damit, dass es viel ist, aber wir haben die Hochzeit überstanden, hätte ich fast gesagt. Nein, es war wunderschön, dazu erzähle ich euch in diesem Video mehr. Wir machen jetzt weiter mit unserem Umzug und wir freuen uns total, dass es jetzt auch mit YouTube weitergeht. Wir müssen ganz ehrlich sagen, dass wir es sehr vermisst haben. Ich hoffe, ihr habt uns auch ein bisschen vermisst. Ab jetzt gibt es wieder wöchentliche Videos und genau, in diesem Video ein paar Bilder von der Hochzeit. Wir sind jetzt angekommen im Standesamt Großkreuz. Da haben wir jetzt die Vorbesprechung mit der Standesbeamtin und überlegen uns mal, wie diese Trauzeremonie ablaufen soll. Ich bin ja ganz gespannt, ob wir den Trausaal sehen dürfen. Es ist nicht das schönste Standesamt der Welt, aber da wir uns sehr spät darum gekümmert haben, konnten wir da leider nicht so richtig Ansprüche stellen. Aber sie ist sehr nett und ich freue mich trotzdem. Und die Location holt alles wieder raus. Das war ein sehr nettes Gespräch. Ich habe ein richtig gutes Gefühl. Ich glaube, die wird es unsere Standesbeamtin sehr, sehr cool machen. Ich freue mich. Und wir haben gerade erfahren, dass nur 30 bis maximal so 40 Leute reinpassen. Das heißt, wir müssen zu Hause uns mal überlegen, wer dann alles mit rein geht. Aber das wird sich ja sehr, sehr schnell füllen. Wir hatten ein bisschen mehr gehofft, dass es ein bisschen mehr sind. Aber kann man nichts machen. Auf jeden Fall habe ich ein gutes Gefühl. Jetzt fahren wir wieder nach Hause durchs schöne Brandenburg und gehen mal was essen, oder? Die Werkstatt ist frisch renoviert, Boden neu gemacht, Wände gestrichen. Ich glaube, jetzt ist das letzte Mal, dass ich hier sein werde. Ich bin ein bisschen melancholisch, kennt ihr ja schon von mir. Was machst du eigentlich hier bei dem Projekt? Nix. Zu viele Köche verderben den Brei, deswegen stehe ich einfach nur hier und gucke zu. Gestern haben wir das hoffentlich letzte Video in unserer Wohnung gedreht und heute sind wir wieder in der Werkstatt und streichen hier. Ich habe ja schon gesagt, auf Instagram, es ist relativ unfancy. Es ist sehr unfancy. Es ist halt ein Souterrain, aber ich bin so unfassbar glücklich. Jetzt schon in mehreren so Wohnfolgen gesehen. Die geile weiße Stühle. Hier sieht man, es ist immer noch absolutes Chaos. Aber diese ganzen Sachen, die können gleich, wenn die Werkbank da ist und aufgebaut ist, zum Glück dann endlich mal eingeräumt werden. Ich freue mich wahnsinnig darauf, alles in einem Haus zu haben, in unserem Haus zu haben. Aber natürlich war hier auch ein entscheidender Lebensabschnitt. Mit erstem Kind und zweitem Kind und ja. Thank you.
3 Tage bis zur Hochzeit, ein guter Monat bis zum Umzug. Wir fangen jetzt mal an, weil wir ja für die Hochzeit überhaupt nichts mehr vorzubereiten haben. Dachten wir, wir fangen jetzt mal an, die Kinderbetten abzubauen. Wer kommt eigentlich immer auf diese Scheißideen? Naja, let's go. Ich hoffe, es wird am Ende nicht so krass viel noch, weil eigentlich bin ich ja der Meinung, die Wohnung ist übersichtlich einigermaßen. Aber und es ist ja am Ende doch so, dass noch aus irgendwelchen Ecken irgendwelcher Kram kommt und so. Und es sollte nicht so sein, aber auch wenn ich es versuche, minimalistisch zu halten, gibt es halt hier 4 Personen, die alle ihren Stuff haben. Damit die kleinen Teile nicht verloren gehen und man weiß, was zu was gehört, klebe ich die immer in so kleinen Tütchen an die jeweiligen Möbel, weil dann muss ich die nicht suchen, wenn ich es wieder zusammenbauen möchte. Dieses Hochbett, ich sag's euch ganz ehrlich, ist eigentlich krass für den Arsch, weil hier oben nie jemand lebt. Irgendwann wird sich vielleicht ein Kind trauen, hier oben zu schlafen. Irgendwann. Hier ist etwas, das viele von euch vorausgesagt haben oder einige, die sowas auch mal gemacht haben. Es ist tatsächlich relativ eklig, weil auf diesem gespannten Stoff, das bleibt leider nicht aus, sammelt sich natürlich der Staub. Mein Farbkonzept für das neue Kinderzimmer übrigens in Frankreich wird wahrscheinlich kein Gelb enthalten. Ich weiß nicht, vielleicht verkaufe ich dann den. Ich finde den wunderschön, aber ich wollte, glaube ich, Gelb ein bisschen raushalten. Aber schauen wir mal. Weil der Boden ist rot, wir haben hier so Terrakotta-Fliesen und Gelb und Rot ist so gar nicht meine Lieblingskombination. Ich glaube, das liegt an diesem Discounter-Phänomen, dass man das immer so mit Penny und Netto und Lidl und diesen ganzen Discountern verbindet. Super geil! Passendes Outfit. Alles abbauen, was man über Jahre hier aufgebaut hat. Das klingt fast philosophisch, aber ich meine es eigentlich eher ganz wörtlich. Da muss man ja auch alles wieder aufbauen. Aber das macht ja dann hoffentlich auch wieder Spaß. Also in manchen Sachen sind wir echt so richtige Vollidioten. Wir haben das Akkugerät, Ladegerät für unseren Akkuschrauber schon eingepackt. Und wir haben mehrere von diesen Bosch-Dingern und die sind alle eingepackt. Also sowas Bescheuertes wirklich. Also ich habe gerade wieder gedacht, wir haben viel zu viel Zeug für die Kinder. Es ist wirklich Wahnsinn. Wenn es nach mir ginge, hätten die viel weniger. Aber sie sollen ja auch nicht, sie brauchen ja auch Sachen zum Spielen und so. Aber mir ist das alles viel zu viel. Viel zu viel. Also ich brauche eigentlich gar nicht viel mehr sagen, als die Hochzeit war wunderschön und genauso, wie wir sie uns gewünscht haben und noch schöner. Man hat ja immer Angst, dass irgendwas schief geht oder man irgendwas vergessen hat oder keine Ahnung, irgendwas. Es war wirklich traumhaft schön. Ich weiß nicht, ob ich noch mal ein extra Video machen soll. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob euch das interessiert. So Sachen, die ich genauso noch mal machen würde, Sachen, die ich nicht noch mal genauso machen würde. So einfach so zu der Hochzeitsplanung und zum Ablauf und so vielleicht. Was ich aber sagen kann, es war super entspannt und das war uns total wichtig. Das wurde uns von den Gästen gespiegelt, von den Dienstleistern, dass wir einfach super chillig in die Hochzeit reingegangen sind und dass die Hochzeit auch so super schön gemacht hat für uns, weil wir halt nicht
unter diesem Dauerstress standen, wie das bei vielen Brautpaaren so ist, was ich auch total verstehen kann, so, das, darum geht es gar nicht. Aber wir haben irgendwie gedacht, okay, das ist unser Tag, es kommt, wie es kommt. Es war ja Regen angesagt, es hat morgens tatsächlich noch geregnet. Dann war ab dem Zeitpunkt, wo die Deko aufgehängt wurde morgens, nur noch strahlender Sonnenschein, es war nicht super heiß, was für die meisten Gäste, gerade für die etwas älteren Gäste, sehr angenehm war. In der Sonne war es warm, im Schatten war es angenehm kühl, es wehte immer so ein Lüftchen. Also wir hätten es uns eigentlich nicht besser wünschen können vom Wetter her. Wir haben alles so locker gehalten. Wir hatten Selbstbedienung, wir hatten eine offene Bar, also jeder konnte sich seine Getränke selber nehmen. Das muss man mögen. Wir haben das aus zwei Gründen gemacht, also ganz bewusst, weil wir wollten, dass die Leute sich schön mischen und irgendwie unterwegs sind, miteinander ins Gespräch kommen, dass es so eine lockere Gartenparty-Atmosphäre hat und nicht so was Gediegenes mit Service, wo jeder auf seinem Platz sitzen bleibt und dann ein Weißwein noch bitte. So, das ist überhaupt keine Wertung, ne? Wenn ihr das anders machen wollt, das ist einfach eine Typfrage. Wir wollten es so, wir wollten es möglichst locker. Genauso mit dem Essen, es gab einen wunderschönen Grazing Table von Süße Flora. Ich verlinke euch alle Dienstleister unten. Wir haben keine Kooperation mit denen, aber wir haben ganz tolle Dienstleister gehabt einfach und deswegen empfehle ich die gerne weiter. Einen tollen Grazing Table, so ein Buffet, wo sich jeder nachmittags was nehmen konnte. Kaffee, Sekt, meine Brautjungfern, unsere Eltern. Freunde haben so viel geholfen und es hat auch, also es war total schön, wir hatten das Gefühl, dass jeder gerne geholfen hat, dass die Leute, die geholfen haben, sich auch als Teil des Ganzen gefühlt haben und dass es für viele auch schön war, was zu tun zu haben, so abseits von sich einfach nur unterhalten und so. Das war auch eine bewusste Entscheidung von uns und natürlich, um ein bisschen Kosten zu sparen, weil jeder, der es gemacht hat oder noch vor sich hat, weiß, wie unfassbar arschteuer so eine Hochzeit ist. Das muss man nicht lesen können, ne? Nein, das ist die Unterschrift. Super, vielen Dank. Wir hatten abends einen Foodtruck und mit Burger, Pommes, Tacos, was gab's noch? Salat. Der ist mega gut angekommen, da hatten wir ein bisschen Schiss, so, oh nein, jetzt müssen die Leute bei der Hochzeit Burger essen. Wir kannten den Caterer halt, wir waren Stammgäste in seinem Restaurant, als er noch ein Restaurant hatte, deswegen gab es da auch so eine ganz, ganz persönliche Connection. Deswegen dachten wir, wir müssen den buchen, so, das passt einfach zu uns. Gleichzeitig dachten wir natürlich, oh Gott, was die Leute alle in ihren schicken Klamotten und hängen dann da so mit dem Burger. Aber am Ende des Tages haben wir halt gesagt, es muss zu uns passen und es muss uns widerspiegeln und das hat es. Ich habe noch gar nicht Hallo gesagt, aber ich freue mich total hier zu sein und ich werde euch gleich küssen und ich werde euch was Kleines schenken und wir werden tanzen. Und was hast du bestellt? Ich habe zwei Cheeseburger bestellt, zweimal Pommes, einmal noch Pommes für dich. Ich habe so getan, als würde ich für die Frauen mitbestellen, aber in Wirklichkeit ist es für mich. Und wenn ihr Fragen, detaillierte Fragen habt zu der Hochzeit, dann stellt sie gerne in den Kommentaren. Dann überlege ich mir, ob ich nochmal ein separates Video dazu mache, wo ich über ein paar Details nochmal spreche. Susi hat die hat Aufnahmen gemacht von dem Moment, wo Richard mich das erste Mal sieht. Er hat draußen gewartet, er wurde von Christina, unserer Fotografin, platziert und ich bin dann halt rausgekommen. Und das war so der Moment, wo er mich das erste Mal gesehen hat. Und dieser Moment, diese Aufnahmen, die wir euch auch zeigen, der steht für mich so sinnbildlich für die Atmosphäre der Hochzeit, weil
hört einfach hin, was ich sage und wie das Ganze abläuft. Das ist so, klar, ich habe mir diesen Moment so ausgemalt und bla und so romantisch wie im Film und erstes Mal sehen und so. Und was sage ich dann? Das. Ich konnte mich daran gar nicht mehr erinnern, so, weil klar, ich war super nervös. Das war der Moment kurz bevor wir losgefahren sind ins Standesamt. Das ist so das Leben, was halt dazu kommt. Deswegen gibt es auch ganz viele Fotos in diesem Setting vom Anfang von dieser Situation, wo ich eine Nuckelflasche für Liv und einen Schnuller in der Hand habe, weil es war diese Aufbruchsstimmung. Wir mussten halt gucken, dass wir den Kram für die Kinder auch zusammenkriegen und so. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm, sogar ich finde es total schön, dass es diese Fotos gibt, dass es nicht so perfekt ist und so inszeniert, sondern jetzt fange ich wirklich gleich an zu weinen. So war es und so ist es und so ist das Leben und ich finde es schön, dass man das Leben sieht, wie es ist und nicht so inszenierte Fotos hat, wo man ganz genau weiß, dass sie inszeniert sind. Es ist alles sehr, sehr echt und so haben wir uns auch gefühlt und das haben wir auch transportiert und deswegen sind diese Momente, wie sie sind oder wie sie waren. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schön. Obwohl oder auch, weil es so schön war, nach der Hochzeit fix und fertig. Es war so ein unfassbarer logistischer Aufwand. Wie gesagt, wenn es euch interessiert, erzähle ich darüber auch noch ein bisschen mehr. Da haben wir bei der Planung einfach ein paar Fehler gemacht. Ist nicht weiter schlimm, aber wir waren fix und fertig und hatten im Vorfeld schon so ein paar Tage in Brandenburg am See gebucht, in so einem Ferienhäuschen, was sich dann leider als großer Fehler herausstellte. Wir hatten die Kinder dabei, das hat natürlich schon dazu beigetragen, dass man jetzt nicht sich so hundertprozentig fallen lassen kann und sagen kann, okay, wir erholen uns jetzt mal. Die Gegend dort, wo wir waren, in Lüchen da und diese ganze Seenlandschaft in der Uckermark ist wunderschön, kann ich nur empfehlen. Wir hätten aber ein bisschen länger nach einer passenden Unterkunft suchen müssen. Wir hatten die zeitlichen Kapazitäten nicht im Vorfeld, weil es relativ spontan alles war, dass wir überhaupt weggefahren sind. Und was wir gebraucht hätten, wäre einfach ein Hotel, wo wir uns um möglichst wenig selber kümmern müssen. Jetzt hatten wir so eine Unterkunft, wo wir uns um alles wieder selber kümmern mussten. Und in dem Moment haben wir wirklich die wahre Bedeutung von Flitterwochen verstanden, die man nicht nur braucht, um die Zeit als Paar zu genießen, sondern natürlich auch braucht, um sich von diesem Wahnsinns-Hochzeitsstress zu erholen. Auch wenn man es locker angeht, so wie wir, bleiben ja die Herausforderungen, die man hat mit Logistik und Organisation und so. Das ist ja nicht weg, nur weil man es ein bisschen chilliger angeht. Ansonsten sind wir erst wieder mental vor allem zur Ruhe gekommen, als wir wieder zu Hause waren. Waren ja auch nur ein paar Tage in Lüchen und wir konnten da irgendwie gar nicht richtig abschalten. Vielleicht kennt ihr es auch. Ich war auch in so einem, gerade weil es so schön war, die Hochzeit, in so einem After-Party-Blues irgendwie. Also so, kennt ihr das nach so einem Rauschgefühl, dass dann diese ganzen Endorphine, Adrenalin und so, das dann alles verbraucht und verpufft und dann fällt man in so ein Loch und so ging es mir halt so ein bisschen in dem Urlaub und es war dann auch schlagartig besser, als ich wieder zu Hause war. Und jetzt sind wir hier.
und packen weiter. Aber das tut mir irgendwie auch ganz gut. Also ist es immer noch viel zu organisieren mit der Kinderbetreuung in Frankreich, mit dem Umzug, mit dem Packen, mit meinen Drehs, die ich noch vor mir habe und so. Aber irgendwie lichtet sich alles so ein bisschen und ich bin sehr positiv. So, jetzt bin ich so endgültig zwangsläufig im Urlaubsmodus angekommen, weil ich habe vorhin festgestellt, dass ich die Hälfte von meinen Schminksachen vergessen habe. Deswegen bin ich so gut wie ungeschminkt, aber so soll es ja auch sein. Ich habe mir seit Tagen nicht die Haare gewaschen, weil das Wasser in unserer Unterkunft ist irgendwie Brunnenwasser und der Vermieter meinte, das sei sehr eisenhaltig. Und entschuldigt den ekligen Vergleich, aber wenn man da duscht, dann riecht es wirklich, als würde man in Blut duschen. Das ist ziemlich krass. Deswegen warte ich jetzt einfach bis Berlin und wasche da erst meine Haare. Die Gegend hier ist wirklich wahnsinnig schön. Wir waren hier schon öfter. Das ist die Uckermark, spezieller die Feldberger Seenlandschaft. Das ist wirklich wahnsinnig schön. Hier kann man, weiß ich nicht, nackt schwimmen, wenn man es mag. Nicht nackt schwimmen, wenn man es lieber mag. Man kann sich Boote ausleihen und es ist einfach unglaublich viel schöne Natur und wir genießen es sehr, auch wenn es jetzt natürlich nicht die klassischen Flitterwochen sind, weil die Kinder dabei sind. Aber es sind sowieso nur ein paar Tage und dann muss ich wieder anfangen zu arbeiten und ich freue mich auch drauf. Irgendwie diese YouTube-Pause ist für mich relativ herausfordernd, für Richard noch mehr und wir freuen uns voll wieder durchzustarten. Weiter geht die Chaosbeseitigung, kann man es so nennen? Ich weiß es nicht. Oder die Chaosbeschaffung. Wir bauen jetzt mal unser Bett ab. Irgendwie bin ich heute sehr kraftlos, ich weiß auch nicht. Aber wir müssen die Zeit nutzen, wo ich in Berlin bin, dass wir das alles machen. So eine Zeit lang auf einer Matratze schlafen hat auch noch keinem geschadet, ne? So back to Studentenbude. Eine Strandmuschel. Die hatten wir letztes Jahr in Italien im Urlaub dabei. Und das war eine sehr gute Idee. Was ist das denn? Boah, nicht euer Ernst. Ich wurde übrigens schon öfter gefragt, wie ich dieses Bett finde, weil es ist ja sehr, sehr schön. Es ist von Maison du Monde und Maison du Monde hat grundsätzlich sehr schöne Sachen. Die sind aber relativ günstig und das macht sich leider auch in der Qualität bemerkbar, wie man jetzt gerade sieht. Also ja, da muss man so ein bisschen abwägen, ob man das halt trotzdem machen möchte oder nicht. Ich roll jetzt noch den Teppich zusammen und dann war's das erstmal. Dann bauen wir hier ein Matratzenlager auf und dann brauche ich mal eine Pause. Ich bin irgendwie, weiß nicht, ob es das Wetter ist, der schlechte Schlaf. Heute nicht so auf der Höhe. Wenn ihr dieses Video seht, sind wir schon nach Frankreich gezogen. Die Umzugsbilder und alles, was dazu gehört, seht ihr dann nächste Woche. Jetzt, wo ich hier sitze und darüber erzähle, ist das alles noch nicht passiert. Deswegen ist es gerade so ein bisschen schräg und abstrakt. Aber Umzugsbilder gibt es dann nächste Woche. Dann geht es natürlich jetzt auch weiter. Wir zeigen euch das Haus. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie wir in Frankreich ankommen und angekommen sind. Ey, ich spreche, das ist so meta gerade, weil ich darüber spreche, was sein wird, ohne in der Situation zu sein. Aber wenn ihr das Video seht, sind wir schon in der Situation. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so voll komisch gerade. Also wir halten euch da sehr auf dem Laufenden, wie es uns da ergeht, was wir als erstes angehen, auch im Haus, wie es vorangeht mit unserer bürokratischen Organisation und so weiter. Da wird noch einiges auf uns zukommen und drückt uns die Daumen, dass das alles gut über die Bühne geht. In diesem Sinne, es bleibt aufregend. Auf Wiedersehen.